Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir müssen Moränen fangen. Wir starten auch direkt schon rein. Ich habe nämlich gar keinen Bock, dass diese Scheißviecher mir entwischen. So, Real Talk. Fisch. Ja, du auch, du Stück Dreck. Viele Schüsse hältst du? Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Diese Würfelqualle. Ach, gehören die nicht zu den giftigsten der Welt? Würfelquallen? Ich meine, ich habe mit einem Kollegen letztens noch drüber gewitzelt, dass die... Das ist Ökosystem in Australia. Dich lassen wir mitnehmen. So, und wo seid ihr jetzt, ihr Kackfische? Warum verteilen die sich jetzt? Ihr Kackdinger! Die gehen bewusst auf Plänkelmodus, damit ich die nicht einscheißen kann. Was ist hier los? Ja. Ich habe euer ganzes Kackrudel gefangen. Wie fühlt ihr euch jetzt, ihr Drecksfische? Diese Drecksdinger, ne? Ich habe so einen Hasskick auf die entwickelt, ne? Aber ich habe auch meine ganze Muni jetzt verschwendet. Dann muss die Moräne wohl sterben, wenn ich sie finde. Die Frage ist, wo ist er? Wo ist unsere Lieblingsmoräne? Komm schon, gib mir was Gutes. Da ist er. Ich habe sie gesehen. Funktioniert ja sogar. So, wir haben noch Platz für eine Merino. Entschuldigung, der hat mich unfromm angesehen. Dementsprechend musste ich ihn einfangen, damit ich weiß, dass er definitiv zu Sushi verarbeitet wird. Weggeschallert, ein Stück Scheiße. Ich will mich mit den Kackfischen nicht anlegen, solange ich keine... ich keine Munition habe für das Netzgewehr. Ich sag ganz ehrlich, das Netzgewehr ist ungemein hilfreich gegen Massen, ne? Ich habe was gefunden. So. Ja, Unterseebomben. Sage ich nicht nein zu. Das gute Unterwasser 100 Jahre alte Olivenöl von Großvater.
Er hat es immer in den Töpfen versteckt. Er dachte, da könnten die Nazis das nicht finden. Falsch gedacht. So. Komm schon, gib mir noch eine Moräne, aber erst wenn ich Munition gefunden habe. Aus Ammunition. Da ist Ammunition. Wieder der Kackhai. Mehr du Drecksfisch. Das ist ja wohl nicht wahr. Hä? Bist du behindert? Jetzt ab an Land mit dir, du Stück Dreck. Gib mir aus deinen Augen. Fische wie du machen mich krank. Du auch. Ach, jetzt mit in den Beutel. So. Die hatte ich auch eine Ewigkeit nicht mehr. Schockerbrunnen. Moräne. In den Beutel mit dir. Nein, die ganzen Kackfische. Ja, ich habe ein ganzes Rudel in der Tasche, die wollen mich nicht ärgern, glaube ich. Das. Kupferhai. So, ich dachte, es geht da um diesen Kackfisch, der so richtig rumsprintet. Als ob es keinen Morgen mehr gäbe. So, das gute Salz. Ich glaube, wir haben jetzt drei Moränen dabei, oder? Eine Moräne. Zwei Moränen. Ein Riesenhaufen von den Kackfischen. Nee, wir haben zwei dabei. Also ich meine, wenn die beide laichen, dann sollte das reichen. Aber sonst... Ich weiß nicht. Am liebsten würde ich noch eine Moräne mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob wir noch eine finden können. Ich glaube, die Anzahl hier unter Wasser ist auch begrenzt. Daher. Oh, bleib hier, warum bleib du Kackfisch? Going to lie. Die Musik unter Wasser, wenn es Nacht ist, ist viel entspannender. Aber die tagsüber weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Aber die nachts, was geht. So. Und 17 Sekunden haben wir noch. Munition brauchen wir auch nicht. Zumindest gerade nicht. Na komm, snacken wir uns noch einen Bullenhai. Oh Gott, oh Gott, was, wie macht man das? Wie macht man das?
Na komm. Du mieser Kackfisch. War meine Ehre, dich in die Stücke zu sprengen, du Kuckstück Scheiße. Komm, noch eine Moräne, dann bin ich glücklich. Irgendwo hier muss doch noch eine rumschwimmen, oder nicht? Nein, ich werde jetzt hier keine Boxhandschuhe mitnehmen. Dann boxe ich mich unter Wasser mit diesem Fischkackschwamm. Die schlagen mich ja. Die Fische nachts sind unnötig aggressiv. Gift. Ach nee, einfach nur verbesserte Harpune, ja gut. Nee, fühle ich nicht. So. Gucken wir mal, ob wir. Das Wrack müsste nachts über auch da liegen. Macht ja auch keinen Sinn, wenn es das nicht tut. Nice. Ach, ich drücke die ganze Zeit auf die falsche Taste. Hier ist das nicht. Oh, oh. Dass diese Teile so schnell alle sind, ne? Stück Scheiße. Werde ich mit nach Hause nehmen. Ich bin glücklich dabei. So, das reicht jetzt auch. Ich glaube, wir finden keine Moränen mehr. Wenn in dem Park einer ist, dann hat sie Glück gehabt. Ich habe ihre ganze Familie mitgenommen. Ist das alleine da? So, bitte gib mir Moränen. Bitte, bitte. Moränenroggen. Fall. Keine Drecksmoränen. So, wir gehen jetzt eben zu den Fischen. Danach gehen wir heute und Geld verdienen. Und danach würde ich die Folge für heute beenden. Nice. Das ist voll. Dafür machen wir. Hier. Dafür machen wir alle. So, Kardinalfische. Dass der Thunfisch da nur einer drin ist, ne? Das ist schon belastend, sage ich ehrlich. So. Und die qualitativ hochwertesten dürfen überleben. So, was ist bei euch los? Ihr geht euch immer noch an die Gurgel, weil ihr ein Stückchen Scheiße seid. So, einen davon. Zwei davon. Und euch. Die zwei, die jetzt entstanden sind, die werden direkt an den Kochtopf geliefert. Und euch auch. Der Rest. Artenbestand. Denkt dran, wie auf Arche Noah. Es dürfen nur zwei überleben. Der Rest muss sterben. Da haben wir von irgendwem drei, ja, von euch. Dann werde ich immer einen abgeschickt. Ist bei dem Nachtding noch nichts passiert? Wir haben da nicht mal eine Moräne drin. Das ist schon belastend, obwohl ich die Viecher lebend gefangen habe. Naja, egal. Ach, scheiße, jetzt bin ich zum Boot geflossen. Oh. Oh, so eine Kackmoräne. Die ist mir dieses Mal noch entwischt. Also wird die nicht nochmal gelingen.
Wir haben noch nicht geöffnet, nicht offen, Kleinisch. Maki. Hallo, Kleinisch? Du bist eine Schülerin, oder? Wir haben noch nicht geöffnet. Komm bitte später wieder. Hör zu, du Ich habe dich schon das erste Mal verstanden, also hör auf zu labern. Wie bitte? Es tut mir leid, das war nicht ich. Du blöder Kugelfisch, hol mir Essen, los! Was um alles in der Welt geht denn hier ab? Ich glaube, ich habe darüber schon mal gelesen. Es gibt da eine Therapiemethode, bei der traumatisierte Kinder durch Puppen sprechen. Puppe? Wie kannst du es wagen? Ihr Idioten verdient es nicht zu leben. Das könnte eine komplizierte Angelegenheit sein. Fragen wir sie erstmal, was sie möchte. Kumbu und weiße Pferdemakrelen, und zwar sofort. Das klingt nach einem Gericht für ältere Herren oder so. Ich weiß zwar nicht, was genau vor sich geht, aber wir sollten ihr bringen, was sie möchte, und mit ihr reden. Kumbu und Oshatsu aus weißer Pferdemakrele. Schauen wir uns erstmal einmal die Zutaten an. Haben wir die Zutaten überhaupt? Mit dir müssen wir reden, Bro. Speichern wir eben mal das Game. Warum? Okay, egal. Ja, Rainer. Diese Koralle muss also so zubereitet werden, dass sie für das Seevolk leicht zu verspeisen ist. Nun, ich denke, wir könnten es mit einer Art Brei versuchen. Gib mir einen Moment. Bitte sehr. Ich habe die Korallen aufgeweicht, damit man sie leicht essen kann. Das sollte also passen. Wow, danke, Bancho. Du bist echt super. Also gut, bringen wir das zu Remo. Aber nicht jetzt. Okay, mit der rede ich jetzt nicht, weil die wirkt ein bisschen off. So. Na komm, dann kochen wir das gute Curry. Vielleicht können wir auch veredeln. Von was haben wir... Boah. Nice. Noch mehr? Noch mehr. Einmal. Und noch einmal. Da ist doch das Papageienfisch. Ja. Das veredeln wir jetzt so lange, bis... Kacke. Können wir gar nicht. Das veredeln wir noch einmal. Zack. Ja. So, und dann... Ja, Forschung. Papageienfisch. Oh, wen habe ich da gerade? Die Animation könnte ich 10.000 Mal sehen. Einfach gut. Sag nicht, die können wir zubereiten. Nee, können wir nicht, Gott sei Dank. So, dann wollen wir doch mal irgendwen befördern. Nee. Nee, sehe ich nicht. So, Ender. Wir haben die Zutaten wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben die Sojasauce nicht. Und dabei habe ich sie gerade benutzt. Ich renne mal so, ja. Ich glaube, ich muss hier sauber machen. Hm.
Was? Er ist halt echt langsam mittlerweile, also im Vergleich zu allen anderen. Schade, leider habe ich das Sojasauce dafür nicht. Nein, egal, die wird morgen wiederkommen, safe. Ah. Nice. So, die perfekten 20 Minuten sind full. Oh. Hm. Hier ist eine Nachricht angekommen. Sollte ich mir einmal ansehen? Oh nein. Seid gegrüßt. Hier ist wieder euer Tourismusgremium. Blaues Loch. Ihr alle wisst, dass das Blaue Loch die Heimat von großen, fetten und saftigen Garnelen ist. Der ausgezeichnete Geschmack der Garnelen muss der ganzen Welt bekannt werden. Diesmal veranstalten wir eine Garnelenparty. Wenn ihr ein Restaurant mit leckeren Garnelenrezepten besitzt, solltet ihr euch diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Tourismusgremium Blaues Loch. Oh, so eine Kacke. Naja, egal. Was ist denn das? Hm, mit Blick auf das Meer zu forschen fühlt sich fantastisch an. Oh, cool. Rangische Aufsteigen machen wir auch noch nicht. Da können wir die letzten besten Gerichte, glaube ich, ziehen. Wir brauchen immer noch ein... Ah, erforschte Gerichte, ne? Ja. Bester Geschmack auch und Follower. Noch das, gut, das Doppelte. Naja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.